Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute gibt es wieder ganz viele Neuigkeiten, deswegen schnacken wir gar nicht lange rum. Wir gehen direkt in den Newsfeed rein. Der da sagt, ein Verräter in unserer Mitte. Hast du schon das Among Us Kostüm aus dem Prestige-Pfad für Saison 4 freigeschaltet? So wie ich euch kenne, habt ihr natürlich alle schon das Among Us Kostüm. Ich selber hab's auch. Gucken, was noch dabei ist. Zeit für eine Umfrage. Gut, das kennen wir schon. Also direkt weiter. Und ihr seht, bei der Showauswahl haben wir das rote Ausrufezeichen und wie angekündigt ist es die Sturzbahnmeisterschaft geworden für einen Tag und 19 Stunden, was bedeutet, dass wir morgen am 12. Mai nicht das Mid-Season-Update bekommen, sondern am 13. Mai tatsächlich. Ich bin schon richtig heiß drauf, vor allem auf die neuen Level. Apropos neue Level, ich habe euch ja im letzten Video schon eine Variante für das Skiflug-Level gezeigt und heute kommt nochmal eine Variante für die Hoverboard-Helden. Zieht euch das mal rein. Die meisten Änderungen sind natürlich mit einem Ventilator mit dabei, die Fans dürfen also nicht fehlen. Und dann habe ich nochmal eine Zusammenfassung von den ganzen Newsfeeds, die kommen werden im Mid-Season Update. Ich freue mich ganz besonders auf die Slime Scraper Show, die ja so wie die Schleimkraxer Show ablaufen wird. Da bin ich schon ganz gespannt drauf und natürlich auch auf die ganzen anderen Level-Variationen. Und natürlich dürfen wir den Shop nicht vergessen, deswegen springen wir mal schnell rüber. Bei den Angeboten der Auto-Admitten-Skin, hier die Haikrötig, 7000 Kudos, hören wir uns den mal an. Ja. Holen wir uns einfach mal. Und natürlich auch das Oberteil. Ja, ihr kennt den Kröterich. Schön, schön. Dann haben wir noch das Namensschild elektrisiert. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ich bin sowieso nicht der Fan von so vielen verschiedenen Namensschildern, deswegen lasse ich es mal hier. Dann haben wir bei den normalen Dingen das Oberteil Raptor. Dann das Oberteil Volley. Dann haben wir hier das Muster Wirbelärmel. Das Unterteil Raptor. Das Unterteil vom Schwächling. Und den Spitznamen Hammerflieger. Alles so semi, deswegen ziehe ich mich mal um. Und das ist mein Haikrötig-Skin. Mit der fest verdrahtet Farbe, gar nicht mal so schlecht, und dem Bienenbot-Gesicht finde ich mal ganz nice. Und zu guter Letzt darf natürlich auch nicht die Shop-Rotation fehlen. Für den 13. Mai, also in 3 Tagen, wenn das Mid-Season-Update kommt, da bekommen wir folgende 3 Sachen in den Shop. Zum einen bekommen wir das Star Ranger-Kostüm, das Ober- und das Unterteil für jeweils 7000 Kudos. Das ist ja so der Partner-Skin vom Captain Nebula-Skin. Und gleichzeitig bekommen wir auch noch die legendäre Farbe Star Ranger dazu. Für 2 Kronen so ein Grau-Neon-Gelb. Könnte ganz interessant aussehen. Credits für diese ganzen Infos gehen mal wieder raus an @crankyfg und an @fgpancake. Schaut doch auch gerne mal bei ihnen auf der Twitter-Seite vorbei. So Freunde, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr könnt euch schon auf die neuen Shows in der Season 4.5 freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens im Mid-Season-Update. Also, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.